Hallo, das Insider-Video Prüfung Betriebswirt IHK entschlüsselt ist noch verfügbar. Sie bekommen es noch, wenn Sie unter diesem Video auf den Link klicken und sich eintragen. Mein Name ist Marius Ebert, ich behandle in diesen Videos Prüfungsfragen. Hier wird gefragt nach dem Ziel betriebswirtschaftlicher Kennzahlen. Was ist das Ziel betriebswirtschaftlicher Kennzahlen? Vielleicht ist es am besten, um in diese Frage einzusteigen, sich zunächst mal eine betriebswirtschaftliche Kennzahl einfach anzuschauen und dann zu überlegen, was könnte das Ziel dieser Kennzahl sein, um daraus allgemein die Ziele abzuleiten. Was ich sagen will, es ist manchmal leichter, nicht hier einzusteigen, wo 90% der Leute einsteigen und dann grübeln, Ziel, 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 was könnte das sein, sondern hier einzusteigen, was ist denn überhaupt eine betriebswirtschaftliche Kennzahl? Und da fallen mir zum Beispiel eine ganze Menge an Kennzahlen ein. Da fallen mir ein die ganzen Liquiditätskennzahlen, ja, L1, L2, L3. Da fallen mir ein die Rentabilitätskennzahlen, wie zum Beispiel die Eigenkapitalrentabilität. Und so weiter und so weiter. Dann fallen mir Kennzahlen ein aus der Produktion, Kennzahlen, also Produktivitätskennzahlen. Ja, zum Beispiel, oder auch Absatzmarketingkennzahlen. Sowas wie zum Beispiel Abschlüsse pro Kundenbesuch. Ja, das ist eine Marketing-Kennzahl. Produktivitätskennzahl ist Input zu Output, also Produktivität pro Arbeitsstunde. Wie viel mengenmäßigen Output pro Stunde, das ist eine Produktivitätskennzahl. Rentabilitätskennzahl, Eigenkapitalrentabilität und Liquidität wäre Liquidität 1, also Kasse plus Bank, also liquide Mittel ins Verhältnis gesetzt zu kurzfristigen Verbindlichkeiten, das mal 100. Eigenkapitalrentabilität ist Jahresüberschuss durch Eigenkapital mal 100. So, jetzt haben wir eine ganze Reihe an Kennzahlen und jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage. Jetzt haben wir uns ein bisschen warm geschrieben auch. Was ist denn das Ziel? Und hier sind wir gefragt nach einem Ziel und nicht nach mehreren Zielen. Man könnte jetzt natürlich die Aufgabe ein bisschen aufdröseln und sagen, so eine Kennzahl, weil es eben verschiedene Kennzahlen gibt, könnte auch mehrere Ziele haben. Aber ich versuche das mal und versuche mal ein Ziel hier abzuleiten von diesen ganzen Kennzahlen. Und ich würde sagen, dieses eine Ziel ist Steuern. Wir benutzen Zahlen, um zu steuern. In der BWL benutzen wir Zahlen, um zu steuern. Und was bedeutet Steuern? Steuern bedeutet einmal mir zu zeigen, wo bin ich, was hat sich verändert. Ja, zum Beispiel, jetzt bin ich hier und dann fahre ich ein Stückchen, denken Sie an das Steuern eines Autos. Wo bin ich im Moment hier? Und dann fahre ich weiter. Was hat sich jetzt verändert? Aha, ich bin 3 Kilometer gefahren. Der Tank, mein Tankinhalt hat sich entsprechend reduziert und so weiter. Also einmal festzustellen, wo ich bin. Dann, was hat sich verändert? Und jetzt kommt das Entscheidende. Durch bestimmte Maßnahmen. Das heißt, wir können durch die Kennzahlen die Wirkung von Maßnahmen feststellen. Und damit kommen wir langsam, um das jetzt mal ein bisschen schlauer auszudrücken, ja, so ein bisschen akademischer. Was ist das Ziel von Kennzahlen? Und da sagen wir mal einmal eine Situationsbestimmung. Ja, wenn wir betriebswirtschaftlich unsere Situation bestimmen wollen, dann sagen wir, wir erzielen im Moment eine Rendite von, wir haben einen Gewinn von, wir haben das und das und das. Ja, das ist eine Situationsbestimmung, wo sind wir im Moment. Dann können wir bestimmen die Wirkung von Maßnahmen.
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Anzahl der Vertreterbesuche erhöhe oder die Anzahl der Mailings, die ich aussende, wie erhöhen sich die Abschlüsse? Ja, wird mehr gekauft, wenn ich die Mengengröße erhöhe? Das ist oft der Fall. Also wie wirken bestimmte Maßnahmen? Und wir können natürlich auch Erfolge messen. Ja, also Sie sehen, dass dieses Ziel, das generelle Ziel heißt Steuern, dass das aber verschiedene Dinge bedeutet. Einmal, wo bin ich? Wie bewege ich mich weiter? Wie wirken bestimmte Maßnahmen? Wie beschleunigt das Auto, wenn ich es aufs Gas drücke, um es nochmal aufs Auto zu übertragen? Wir können Erfolge messen. Wir können gegensteuern. Ja, wenn wir sehen, wir sind außerhalb unseres Zielkorridors, wir fahren hier immer, ja, mal so, so ein bisschen Schlangenlinie, niemand fährt so ganz gerade, aber jetzt sind wir hier, jetzt müssen wir gegensteuern, weil hier sind wir dann außerhalb dieses Zielkorridors. Wir können also gegensteuern. Ja, das ist das, was mir jetzt so einfallen würde als Antwort auf die Frage. Natürlich sind andere Antworten denkbar. Man könnte auf einer ganz anderen Ebene oder man könnte es noch sehr viel operationaler Erfolge messen, zum Beispiel auch Erfolge auszeichnen. Und daraus könnte man dann wieder ein Gehaltssystem ableiten. Also auch das ist letztlich, kann ein Ziel einer Kennzahl sein, wenn Sie dann noch auf eine sehr viel konkretere Ebene gehen wollen. Ja? Schauen Sie immer so ein bisschen, auf welcher Ebene Sie sich bewegen mit Ihrer Antwort. Man kann es allgemein sagen, Situationsbestimmung, Wirkung von Maßnahmen, aber man könnte es sehr viel konkreter sagen. Ja, so viel Werbemailings bringen so und so viel Abschlüsse. Ja, zum Beispiel. Okay, das war's für dieses Video. Denken Sie dran, das Insider-Video. Ich habe ein Insider-Video produziert. 25 Minuten, die es in sich haben. Prüfung, Betriebswirt, IHK entschlüsselt für Sie. Nach diesem Video wissen Sie genau, was Sie zu tun haben und wie Sie es zu tun haben, wenn Sie in die Prüfung gehen. Holen Sie sich dieses Video, klicken Sie unter diesem Video auf den Link und tragen sich ein. Viel Erfolg für Sie, Marius Ebert.